Jo Leute, einfach Peace. Tanzerlaubnis ist nach 3 Wochen in Aktivität wieder hier zurück am Start. Ich habe 3 Wochen lang kein Video auf diesem Kanal hochgeladen. Warum sage ich diesem Kanal? Weil ich keinen zweiten Kanal besitze. Also ich habe 3 Wochen lang gar nichts gemacht. Wobei, gar nichts kann man nicht sagen. Ich habe viele Kommentare gelesen unter den Videos von den Jungs, sprich von Nico, Spendi, Barit. Da wurde hart diskutiert, was ich eigentlich jetzt die 3 Wochen gemacht habe und wo ich geblieben bin. Ein Zuschauer hat richtig kommentiert, ich glaube unter einem Video von Nico, ich saß an einem Album dran. Ich habe mir gedacht, was gab es noch nicht auf YouTube? Was kann man als YouTuber noch machen, um mehr Geld zu verdienen? Da kam ich auf die Idee, hey, ich mache ein Album. Easy. Ich habe jetzt 3 Wochen lang Produktionszeit gebraucht. Ich konnte mich bei dem Namen nicht ganz entscheiden. Ich hatte mehrere Namen zur Auswahl. Einmal Entrance, zu Deutsch Eingang, oder halt Unknown. Ich habe mich dann für keinen der beiden Namen entschieden, sondern für den Namen FBSÜIKH. Für bleibende Schäden übernehme ich keine Haftung. So wird das Album heißen. Ich habe auch ein paar Tracks schon heute dabei, die ich einfach nur vom Namen her, jetzt einfach vom Titel, euch erzählen will. Der erste Track, das Intro, wird heißen Ohrenkrebs. Dann ist noch ein Lied dabei, was ich sehr feiere. Das ist nämlich Mama Wagen. Das gab es so noch nicht. Ich glaube, ich fand Baba Wagen einfach für ein Lied einfach scheiße, den Namen. Deswegen Mama Wagen. Dann habe ich noch ein Lied, das heißt, oder wird heißen, Nur mit mir. Mir. Dann gibt's noch Hydra 11D. Dann noch ein Titel und ich bin mir sicher, dass der Titel der beste Titel vom Album sein wird. Der wird heißen Mädchen aus dem Mäppchen. Das ist es, Mann. So, das sind auf jeden Fall schon mal ein paar Lieder, ein paar Titel, die ich jetzt euch vorgetragen habe. Das Album wird 12 Lieder umfassen, wird dann auch auf Spotify, Amazon, überall erhältlich sein. Ich gehe dann auch auf große Deutschland-Tour, weil ich habe mir überlegt, wie komme ich am günstigsten durch eine Sightseeing-Tour, also wie komme ich am günstigsten durch Deutschland, dass ich mal alles gesehen habe. Und da ist halt klar die Tour, weil die finanziert ja ihr. In dem Sinne, Leute, freut euch auf die tausende Intros, die jetzt bei jedem Video, die ab jetzt wieder kommen, folgen werden mit der Tour, mit dem Album, das dann wahrscheinlich auch 4 Monate oder ein halbes Jahr zu spät kommen wird, einfach damit ich doch mehr verkaufe. Leute, einfach Peace, Tanzerlaubnis ist raus.